Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin die Heartbeat Gaming und wenn euch gefällt, was ihr seht und ihr mich unterstützen wollt, ja, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Ja, wir sind da, da in der Bäckerei gewesen und die Tanten haben uns angeschrien. Und wollen wir erstmal gucken, was hier überhaupt Plan ist. Nichts ist hier mehr Plan, ihr Lieben. Wir müssen zurück. Ich habe gestern in der Nachschau gesehen. Wir müssen hier einmal etwas benutzen. Wir können, glaube ich, jetzt mal nach Hause fahren und beziehungsweise zum Händler, ne? Damit wir gleich ein paar Sachen loswerden hier. Ich muss mal gucken, wo sind wir hier zu Hause? Wo ist der Händler? Der Händler ist da. Gut, da müssen wir uns einmal rumdrehen. Aber wir fahren dann wieder in diese Richtung. Und dieses Auto, das ist so unbelievable laut. Weil ich glaube, da war noch eine Kiste, die wir leer machen mussten. Ich glaube, in dem Ding da. Weiß nicht mehr. Oder wir können ja auch gleich mal da stehen bleiben. War das nicht hier? Da hatte ich einfach schlicht und ergreifend eine Kiste vergessen. Und zwar so eine Munitionskiste. Und das geht ja mal gar nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo das war. Waren wir hier auf dem Dach? Ne, das war nicht hier auf dem Dach. Ne? Wir waren da unten auf dem Dach. Ich gehe da jetzt einfach nochmal rein und gucke nochmal, ob ich diese Kiste wieder finde, weil ich bin der Meinung, das wäre hier gewesen. Ne? Und es muss eine Etage hochgehen, ansonsten wird es hier nichts. Wartet mal. Wo war denn das? Nö, da geht's wieder raus. Hier ist all nichts. Nö, hier waren die Tops drin. Hier geht's raus. Hat das Ding keine zwei Etagen? Mir ist aber gewesen, als wenn das hier drin gewesen wäre. Aber auch wenn mir so gewesen ist, ne, das heißt noch lange nicht, dass es auch so war. Das muss ich dazu sagen, weil, ne? Ist halt eben, wie es ist. Ja, komm. Nö, hier waren wir gerade. Ich sage euch, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber, meh, auch nicht. Das sieht nicht so aus, als wenn das Ding zwei Etagen hätte. Nö, leer. Nö, hier geht's wieder raus. Nö, meine Lieben. Es wird auch dunkel. Und dann würde ich sagen, wir machen uns ganz einfach auf den Weg nach Hause. Fahren nochmal schnell zum Händler und es ist 9:30. Bis um 9:30 ist der da. Schaffen wir das? Ich hoffe es doch. Weil dann bräuchten wir diesen Krempel ja nicht nochmal nach Hause zu schleppen, sondern könnten den gleich dorthin bringen. Warte. Ich muss jetzt gerade. Ja, ist richtig. Als geradeaus, als der Nase nach. So. Was haben wir denn heute? Heute haben wir Tag 13. Und wenn ich mich recht erinnere. Was? Oh ja, komm. Ich will dich mitnehmen. Yes, ma'am. Das liebe ich. Ihr wollt mir auch nichts Gutes. Also, bitteschön. Könnt ihr von mir auch nichts Gutes erwarten. Ja, haben wir auf Tag 16 wohl wieder Blutmond. Ob ich da nicht vielleicht mal ein bisschen Steine und Lehm abkrabbeln sollte? War doch, glaube ich, so, ne? Und ein bisschen Stahl machen sollte, damit wir unsere Base mal so ein bisschen, ja, noch ein bisschen verstärken können. Nee, lass mal. Ich wollte ja jetzt nur nicht an dem gegen das Auto fahren. Das hat mit dir jetzt gar nichts zu tun gehabt. So, Händler. Und ich muss mal gucken. Es ist so eine kleine Feststellung, die nicht ich getroffen habe, sondern lieber YouTube-Kollege von mir, der Jason Dux, der auch 7 Days to Die spielt.
war irgendwie, weiß ich nicht, ob es nur eine Idee war, eine Vermutung oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat dieser wirklich super liebe Mensch herausgefunden, dass Zombies von Türen getriggert werden. Und ja, ob ich an unsere Base vielleicht mal Türen anbauen soll, ich weiß es nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wartet mal, das noch, das noch. Es sind so einige Teile, die wir hier loswerden können. Genau das noch. Dann kann ich aber mal das schon mal wegräumen. Metallkettenmod, für was soll denn das gut sein? Achso, das ist für einen Knüppel, ne? Ob wir den nicht mal behalten sollten, weil, ne? Weil ich diesen Knüppel, den ich da habe, wohl nicht mehr aus der Hand geben werde. So einfach wird das sein. So, alles mal, da oben ist noch was. Da. Die Hacke kann weg. Lasst mich gucken. Das kann weg. Bier, haben wir das überhaupt? Ja, keine Ahnung, ne? Komm auch weg. Nee, das ist eine Ketten... ja, eine Kettensägen-Mod, würde ich sagen. Blasebälger. Nee, den werde ich wohl mal nicht verkaufen wollen. Einfach weil ich nicht weiß, wie oft man das Ding noch findet. Und wir haben zwar zwei Schmieden und wir haben, glaube ich, schon mehrere Blasebälger, aber nee, ich glaube, das werde ich... Taktisches Sturmgewehr. Nee. Ich werde diesen Blasebalg nicht verkaufen. So, noch was? Ja, hier noch. Nee, und sonst ist es das dann gewesen. So, Tante, wo bist denn? Die Jen. Mach auf. Ne? Oh, noch eine Viertelstunde. Haben wir aber Glück gehabt hier. Ah. Good. You don't look so good. You might want to get some antibiotics for that. Also, bitteschön. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Es ist gerade mal 9.54 Uhr bei mir in real time. Und wieso soll ich denn da schon dann gut aussehen? Wenn ich jetzt scheiße aussehe, ist das völlig normal. Na, ist noch viel zu früh, meine Liebe. So, verkaufen. Na? Da draußen machen sie Party. Hier diese Feuerstoßmod, Leute, ich weiß nicht. Obwohl, ne, wir haben ja die Erfahrung gemacht, letzte Folge schon, dass wir nur eine Auslösergruppe drauf machen können. Nee, komm, weg. Metallkettenmod wollte ich behalten. So, komm weg. Wo tippeln die denn rum? Und das war es dann auch schon. Ich meine, gut, das sind wieder 3371 Cubes, ne? Ich will mal gucken, hat die Tante denn vielleicht mal irgendwie was Hübsches, was wir uns kaufen können? HE-Rekarten, Raketen. Weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Habe ich noch nie mit gearbeitet. Motorrad, 19.000. Nö, ein Motorrad brauchen wir nicht mehr. Leck mich am Arsch, hab ich mich jetzt erschrocken. Hast du ein Rad ab, du blöde Kuh? Eine Nachtsichtbrille? Aber wie geil ist das denn? Guck mal, ich kann noch nicht mal mehr was kaufen. Na gut, ich meine, ich habe auch keine 3800. Diese Nachtsichtbrille schützt das Gesicht etwas, funktioniert aber wahrscheinlich nicht mehr. Ja, so ein Kacker. Thanks for letting me take care of you. And tell your friends. Ey, ich bin alleine hier. Ich kann niemandem was erzählen. So, jetzt werde ich rausgeschmissen. Alter, hab ich mir jetzt erschrocken. Volle Kanne aufs rechte Ohr, ne? So, dann nach Hause. So, dann fahren wir nach Hause jetzt und dann werden wir aussortieren. Und ich muss da echt mal gucken, ob ich nicht ein bisschen Stahl mache. War doch so, ne? Irgendwie Stahlbarren. Aber war das nicht so, dass man 10 Stahlbarren auf so einen blöden Betonklotz machen musste? Und abgesehen davon, das ist nur einfacher Beton, ne? Da müsste noch eine Schicht Beton drauf. Hallo, Süßchen! Halt! Nee, doch, ist richtig. Hier müssen wir lang. Ist sie nochmal aufgestanden jetzt?
sind die wirklich hart im Nehmen, ne? Wenn die mit noch aufstehen, wenn man die mit dem Auto hier überfahren hat. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Wie ist das eigentlich respawned, dieser Bär in dieser Baustelle? Das wäre mal gut zu wissen. Weil dann würde ich den nämlich gerne nochmal platt machen. So. Alter, liegt mein Fahrrad. Habe ich jetzt fast drüber gefahren. So. Ich fahre mal ordnungsgemäß in die Garage. So, zu Hause. Dann wollen wir mal hier den ganzen Krempel ausladen. Das hier, das nehme ich mir jetzt sofort an die Hand. Ich will jetzt wissen, ob das so ein Ajo? Das ist so ein ja, ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Na? Da läuft ein Bär rum. Okay. Scheiße, da ist ja noch ein Bär. Wollt ihr mich denn verarschen? Was ist denn jetzt los? Gehst du tot? Gehst du tot? Gehst du tot, du Arsch? Hallo Bär. Mal, willst du mich verarschen? Ja, krabbel doch den Berg rauf, alles klar, den Baum rauf. Hat sich hier vielleicht irgendwie die Quest geschaltet? Weil wir hatten, ganz zu Anfang hatten wir mal einen Bären hier. Das war, glaube ich, in der, zwischen der zweiten und dritten Folge oder der ersten und zweiten Folge. Ich habe keinen Plan. Dann müsste nämlich hier noch ein dritter Bär rumrennen. Oh, alter Schwede. Oh, nee. Ne, siehst du, da kommst du heim, Junge, da willst du dich auf ein Bärenfell legen und da frisst dich dasselbige. Alter Schwede, das ist doch nicht zu fassen. Weh, hier läuft noch ein dritter Bär rum. Aber dann können wir eigentlich gerade mal gucken. Vielleicht haben wir ja das Glück, dann machen wir die Quest gleich fertig und dann... Vielleicht liegt ja einer im Laden. Huch, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee. Oh, bleib doch liegen! Alter, nee. Nö. Hier ist niemand. Im Garten? Also hier ist kein Bär. Aber vielleicht finden wir ja noch einen. Wäre doch gar nicht so unverkehrt, denke ich mal. Na, dann könnten wir die Quest ablegen. Und dann, wir haben ja noch eine andere angenommen, die mit den, ja, Aushilfsarbeiter-Zombies oder was das für Typen waren, wobei ich noch nicht mal weiß, wie die aussehen. Keinen Plan. Nö.
Also ich sehe hier keinen Bären. Schade eigentlich. Es ist auch gänzlich ruhig hier. Was sind die denn alle? Ich meine, es ist ja gut, wenn sie nicht da sind, aber schon irgendwie ein bisschen komisch, ne, wenn da keiner da ist. Okay. Also im Umkreis von, was weiß ich, denn einem Wohnblock. Ja, sei ruhig. Denke ich mal, ist hier kein Bär. Und wenn, sehe ich ihn gerade nicht. Alles klar. Los, kommt, dann lasst uns mal noch ein bisschen ausladen. Alles klar, das deckt sich da drauf. Das braucht gar nicht da rein. Ja, ich müsste mal eine Kiste für Mods machen. So. Also so viele Tankerweiterungsmods brauchen wir ja wohl auch nicht, oder? Für was brauchen wir denn? Wir brauchen für eine Kettensäge und für... Moment, mal was kommt. Und für ein Erdbohrer. Ja, ja, ja. Den ich immer noch haben will. Moment. Dosen. Pack mir hier rein. Da ist noch eine. Das ist eine Mod. Das kommt da nicht rein. Die Kohle kommt da rein. Guck mal an, wie viel Kohle wir schon haben. Eieieiei. Leck mich am Arsch, Marie. So. 8 von diesen Testosteron-Extrakten haben wir. So. Diese bekloppten Federn. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ehrlich nicht. Das bleibt mal auf der Hand. Da sind doch schon... Guck mal, da haben wir schon 6 Stück drin. Da kann man ja die noch drauf tackern. Dann sind es dann jetzt 8. Kann man ja wieder rausnehmen. Aber ich wüsste nicht, wo ich die jetzt gerade hinlegen sollte. So, wartet mal. Da gehen die noch drauf. Da ist voll, ne? Ja. Ach nee, ich muss unbedingt Kisten machen für Getränke. Das ist auch alles voll. Ich werde mal Fleisch... Moment, haben wir hier oben noch Fleisch drin? 2. Nee, wären es 3, wäre es besser. Aber so geht's nicht. Gut. Machen wir jetzt mal gegrilltes Fleisch. Sehr schön. So. Kommt das dahin? Dann haben wir hier noch ein angefressenes Brot. Die Schienen. Ich mache die Mods erstmal hier rein. Na, was bleibt mir denn anders? Weil ich habe keine Kisten. Das ist das Problem. Ich müsste welche bauen. So, das. Warte mal, da war noch eine Läppchen-Mod. Für was ist... hier, die Kiste ist voll. Alles klar. Kältewiderstand. Kühlmaschen-Mod. Hitzewiderstand plus 5. Wo macht man das denn rein? Macht man das in Klamotten? Das habe ich noch nie benutzt, so ein Teil. Kältewiderstand. Meh. Kann man das da reintun? Los, Leute, ist egal, ne? Mod ist Mod. Pack mal einfach da rein. So. Ob ich damit jetzt was gewonnen habe oder in China fällt ein Fenster zu, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich mache das einfach mal. So, dann kommt dieses komische Gewehr auch mal hier hin. Genau, hier ist dieser. Den packe ich erstmal da hin, weil ich nicht weiß, wohin mit dem Krempel. So, das. Das. Das müsste eigentlich auch unten in die Kiste. Habe ich gar keinen Platz für mehr. Hab ich üb. Kommst du mal bitte da runter? Danke. So, noch ein bisschen ausräumen. Ja, ne? Also die laufen dann sicherlich
weiterhin mit diesen Eisenteilen, ne, dieser Munition. Anzunehmenderweise. Gläser. Ja, was war denn hier mit der Schaufel eigentlich? Nahkampfschaden 19. Was haben wir denn hier? Die hat 16. Schaden des kräftigen Angriffs 41. 31. Blockschaden 67. Ausdauerkosten 19. Ausdauerkosten 25. Nee, ihr Lieben. Ne? Da buddel ich lieber einmal mehr, als wie dass ich da dauernd gefühlt am Boden liege, weil ich dauernd keine Ausdauer habe. Mach ich nicht. So, die Magnum, die kann eigentlich mit rein. So. Und so. Bär irgendwo. Nö. So. Ich sage, ich habe keine Kisten, ne? Das ist schön dämlich, was ich hier von mir gebe, ganz ehrlich, ne? Weil, ne? Guck mal hier. Die sind alle leer, die Dinger, ne? Ich glaube, hier oben ist was drin, ne? Ja, die Reparaturkits. Ich krieg Besuch. Ich fasse es nicht. Ich bin so überladen und krieg Besuch. Oh. Eine Schreierin. Schnauze. Ich hoffe nur, sie hat noch nicht laut genug gebrüllt. Doch, da kommen sie schon. Verdammt. Ja, dann muss ich mal ein paar Kopfnüsse verteilen. Hilft alles nichts. Ja, ich hoffe, du bist die Einzige, die das Hörgerät angeschaltet hatte. Danke. Nee, ich höre es irgendwo tippeln. Auch noch. Mädel, verarsch mich doch jetzt nicht. Na. Kannst du doch jetzt nicht machen, Mann. Kannst du jetzt nicht auf offener Straße mitten in der Nacht im Kriegsgebiet essen wollen? Ich höre doch irgendwo was. Kommen sie von hinten? Da ist einer. Aber wenn das nur einer ist, kriegt er gleich einen mit dem Knüppel. Da brauche ich das Gewehr nicht zu nehmen. Ja, komm mir mal ein Stück entgegen. Ich bin so überladen. Ach Gott, wenn der auch nur so halb so gefährlich wärst, wie du dich anhörst. Ehrlich. So. Der einarmige Bandit liegt jetzt auf der Straße. Weil das muss ja nun nicht sein, ne, dass die da so an unserer Putze rumkloppen, ne? Da hab ich keinen Bock drauf. Auch wenn das betoniert ist, das Ding. Zumindest unten rum. Und muss das nicht sein, dass die da Schaden verursachen. Das muss überhaupt nicht sein. Ja, nochmal zurück zu den Kisten. Ist ja alles schön und gut, ne, mit den Kisten, ne? Aber ich krieg's irgendwie nicht gebacken, das zu sortieren, das Zeug. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Ja, nee, also ganz ehrlich, nö, die zerlege ich. Die bringt mir nichts. Also, nö. Halt, Moment, da waren noch ein paar Nägel. Hab ich gesehen. Hier haben wir noch ein bisschen Blei. Ja, der Rest kommt eigentlich unten hin. Da liegt ja noch was zum Verkaufen für den Händler. Das ist auch alles zum Verkaufen für den Händler, ne? So. Ja, ich weiß nicht. Nee, der bleibt hier. Den mache ich nicht weg. So, der kommt hier hin. Kommt
hier oben jetzt noch irgendwas hin. Das meiste ist Essen. Ja, wenn man diese Kisten ja wieder abbauen könnte und woanders hinstellen könnte. Aber nein, dem ist ja nicht, dass er da oben bleiben können. Dem ist ja nicht so. Schade eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt nicht mehr rein. Tolle Wurst. So, das. Nee, Eier gehören da nicht hin. Das gehört da auch nicht hin. Die passen da auch nur noch bedingt rein. Das passt da nicht mehr rein. Ach, komm schon. Auch nicht mehr. Ach, das deckt sich nur auf 20. Ach, du Scheiße. Ach, komm mir doch auf. Hören Sie mir doch auf hier. Konserven. Da noch. Nee. Ich bin da mal sowas von überfordert mit diesem ganzen Krempel. Denn das ist ganz schlimm, ne? Je mehr das wird, desto weniger hat man Ordnung, ne? Ich meine, das wisst ihr ja selber, wenn ihr solche Spiele spielt. Gerade hier so Survival-Games, wo viel gelootet wird und solche Sachen. Wenn man da nicht irgendwie von Anfang an Ordnung drin hat. Nee. Ich bemühe mich zwar, aber irgendwie kriege ich es trotz alledem nicht gebacken. Ja. Ich müsste mal Schilder bauen, damit ich das mal beschriften kann. Ja, hier zum Beispiel, ne, mit Reparatursets. Aber dann nur Reparatursets reinzumachen. Sag mal, Leute, kriegen wir schon wieder Besuch? Oder habe ich was an den Ohren? Ist bestimmt noch die Klingel von Jan, die mir so im Ohr dröhnt. Nee. Hier ist sich niemand. Ja, meine Lieben. Läuft nicht mehr viel jetzt. Ne? Wir haben noch nicht mal gelootet, ne? Weil wir nach Hause gefahren sind. Wir haben ein bisschen was verkauft. Haben zwei Bären erlegt. Ein bisschen was einsortiert. Da muss ich mir etwas einfallen lassen, dass das mal ein bisschen aussortiert wird. Und ja, und das ist es dann eigentlich auch schon gewesen. Jetzt wird es dunkel. Jetzt können wir eh nichts mehr machen. Ich meine, ich könnte mal schon, aber... ne. Ist doch schöner, wenn wir am Tag unterwegs sind. Dann würde ich sagen, es passt von der Zeit sowieso. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!